So, und damit, wie gesagt, direkt im Anschluss weiter im Programm. Kurze Pipi-Pause gemacht. Also diese Videos hier, die nächsten vier folgen direkt auf die letzten zwei, also auch von der Aufnahme her. Die anderen waren ja immer im Abstand zu einem Tag aufgenommen. Ich habe jetzt einfach gerade noch Lust und Spaß daran, noch eine Stunde aufzunehmen, weil die Zeit verfliegt doch unheimlich schnell. Also diese halbe Stunde jetzt von den letzten zwei Aufnahmen, die war so schnell rum. Das ist aber auch typisch für Sachen, die Spaß machen. Und mir macht es, wie gesagt, wirklich Spaß. Also, lasst uns einfach weitermachen. Wo waren wir? Wir haben jetzt hier die Werkzeugproduktion im Laufen. Das heißt, die hier können alle aufsteigen. Sind schon alle aufgestiegen, oder was? Fast. Jetzt die Frage. Machen wir hier mal direkt ein bisschen weiter. Wie gesagt, ich will hier nicht wirklich großartig weit kommen. Bürger würde mir, glaube ich, langen. Hauptsache, ich habe ein ordentliches Plus drin. Und, Es ist immer wieder eine Freude, bei euch einzukehren. schön. Und wieder aus dem Konzept. Boah, das geht so schnell. Was ist denn? Was denn jetzt? Warum? Was ist? Ich hab bereits gemacht. Ey, das reicht doch gar nicht. Sag mal. Schrecklass nach. Also, ihr könnt alle schon aufstufen. Hier kommt Geld rein. Und wie gesagt, das Problem ist jetzt, die brauchen Tabak und Alkohol. Alkohol kann ich hier anbauen. Damit geht das hier geldtechnisch schon mal hoch. Ja, ich würde sagen, dass wir dann das nächste Projekt hier Alkohol anbauen. Sollen wir da in die Richtung gehen hier? Weil hier würde ich gerne die Nahrung belassen und eventuell, wenn ich nachher noch mehr Stoffe brauche, auch hier weitermachen. Das ist alles okay. Ja, komm. Lass uns Alkohol machen. So. Erstmal Markthaus. Hier mitten rein am besten. Direkt ans Wasser ist schön. Hier drüben brauchen wir nicht irgendwas zu besetzen. Nö. Doch, hier ist gut. Machen wir es so. Ah, warte mal. Da war noch was. Viel zu wenig genutzt. Gut. Dann direkt bitte abreißen. Machen wir alles schön Platz. Ich brauche die ganzen Bäume hier aktuell nicht. Dann kann man auch mal wegmachen. Ah, alles schön wegsäbeln. Zack. Dass wir auch schön Platz haben. Ach, das sieht eigentlich ganz schön aus hier an den Gebirgen. An diesen Bergen. Am Gebirge, wie auch immer. Sieht ganz gut aus. So, Alkohol. Wie sieht's denn aus? Wir hatten hier insgesamt. Ist das hier die Gesamtbevölkerung? Warte mal. Das ist die Gesamtbevölkerung. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viele hier sind und wie viele hier sind. Kann man aber auch irgendwo einsehen. Lässt sich das direkt. Ah ja, hier siehst du. Also, Siedler auf der neuen Insel 600. Bürger auf dieser Insel hier 880. Alkohol hier ist stetig wachsend. Das heißt, ich komme mit meiner Alkoholproduktion hier wunderbar nach. Ah, die habe ich aber auch schon auf 3 insgesamt gesetzt. Das heißt, ich brauche auf der neuen Insel auch 3. Damit das stetig richtig ist. Weil hier ja definitiv mehr Leute sind. Mit 2 komme ich dann nicht klar, wenn die aufsteigen. Also, dreimal Hopfen bitte. Dreimal Hopfen. Das wäre jetzt auf der südlichen Insel. Dann machen wir hier Hopfen. Einmal. Das ist wieder. Wobei ich kann das auch ein bisschen umgehen. Hier im Gebirge war ja nichts, wo ich ran muss, ne? Nö. Also können wir das auch schön hier platzieren. Ein bisschen Abstand brauche ich ja eh. Wenn es einer mehr ist, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, ich könnte das auch. Ja, komm, das soll doch in Ordnung sein. Dann machen wir noch eine. Machen wir hier. Ja, das wird aber auch wieder unschön. Ich hätte dann lieber in einer Eine Reihe. Rohstoffader ist versiegt. Oh, warte. Da muss ich mich kurz drum kümmern. Es sind noch zwei Erze drin. Mal bitte abholen. Hier kann man das forcen, dass die abgeholt werden. Dann ist das komplett leer und ich kann es abreißen. Genau.
Gab es hier keine unerschöpfliche Erzmine? Zeig mal. Erzader. Ist das dann mit diesem Karren drin? Unerschöpflich. Zeigt es das an? Keine Ahnung jetzt gerade. Also die nächste Erzader, die jetzt interessant wäre abzubauen, wäre hier. Ja, machen wir diese hier mal. Bedeutet erstmal, können wir direkt ein bisschen erweitern. Zack. Und dann direkt eine Straße. Ne, Quatsch, vorher erstmal. Muss auch erstmal abgebaut werden. Zack. Dann machen wir hier erstmal schön Platz. Zack. Und zack. Und dann machen wir hier eine Straße hin. So, jawohl. Also alles wieder im grünen Bereich. Für Erz ist hier wieder gesorgt. Habe ich abgerissen, habe ich aufgebaut. Kein mehr Plus oder Minus. Weiter zu unserem Hopfen hier, zum Alkohol. Also, ich wollte dreimal eins zwischendrin Platz. Und jetzt können wir hier in der Richtung machen. Eins, zwei. Das sieht doch ganz gut aus, ne? Das war nicht so hässlich. Wir lassen die erstmal ein bisschen vorlaufen hier. Wenn ich nämlich jetzt die drei verarbeitenden Betriebe aufbaue, können die gleich alles voll machen, direkt volle Kanne loslegen. Ja, also hier kann ich schon mal losgehen, definitiv. Den mache ich hierher. Den mache ich hierher. Ja, komm, wir machen es jetzt einfach mal alle. Jetzt haben sie auch genug Auswahl, wo sie hingehen können, um sich Hopfen zu holen. Das Ganze nochmal schön. Oh, das passt diesmal. Schön verbinden. Ich hoffe, der Händler braucht nicht gleich wieder Hopfen. Ne, er braucht dann Mehl oder so wahrscheinlich. Okay, also, für Alkohol ist gesorgt. Das heißt, ihr werdet glücklicher, ich kann die Schraube ein bisschen höher stellen. Dann fehlt hier nur noch Tabak. Tabak war, glaube ich, hier schon eng. Ja, ich habe auf Verkauf 100 gesetzt, richtig? Passivhandel, Verkauf, Tabak. Was ist denn? Ich weiß nicht, spinnt meine Maus oder was? Ist das Spiel überempfindlich? Nichts gemacht. Und zack, auf einmal was auf 100. Guck, was ist denn das? Ich mach nichts, ich fahre nur mit der Maus drüber. Wusch. Oh Mann, ist das ein Bug? Das wäre nicht so praktisch, ne? Ich stelle irgendwie aus Versehen irgendwas um, ich krieg's gar nicht mit und gut nach. Na gut, also, Tabak, wie gesagt, wäre es nicht verkehrt, mehr anzubauen. Haben wir hier noch Platz? Haben wir. Weil das ist ja noch alles, was ich denen gebe. Ist jetzt die Frage, was mache ich? Gebe ich denen jetzt hier nur Alkohol? Dass die praktisch nicht aufsteigen. Die sind glücklicher. Ich krieg mehr Kohle. Sind mit allen versorgt. Oder gebe ich denen noch zusätzlich Tabak? Damit die aufsteigen. Ich gebe aber den Aufsteigenden. Möchte ich eigentlich dann nichts mehr geben. Ne? Weil ich will mich nicht unbedingt hier... bei der Kakao und so weiter, das wird alles zu knapp hier vom Platz. Da bräuchte ich erstmal noch eine weitere Insel. Was ist denn hier? Ist die frei? Ja, aber hier gibt es kein Kakao und kein Tabak. Also ich könnte hier theoretisch noch eine Siedlung... hier gibt es Gold. Gold brauche ich später auch. Für Schmuck, glaube ich. Ich könnte hier eine zweite CO-Diamanten auch. Also Edelsteine. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin auf Minus, aber stark im Minus. Das ist jetzt fast ein bisschen. Kommt vorbei. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. Okay, cool. Ich habe sogar momentan. Das ist sehr praktisch. Ich glaube, mein Schiff ist noch hier. Kannst direkt hierher fahren. Und bitte dran denken, das Schiff auch wieder zum Händler zu schicken. Nicht, dass es da irgendwo rumliegt und. Die Piraten versenken das dann. Wäre nicht so praktisch. Nun, also, zurück jetzt. Die Siedler können mal mehr Kohle abdrücken. Weil sie haben jetzt Alkohol. Und zwar volle Kanne. Das langt geldtechnisch nicht.
Jetzt die Frage, wenn ich hier jetzt ausbaue für noch mehr Siedler. Oder gebe ich ihnen doch noch Tabak zum Aufsteigen? Das ist jetzt... Was brauchten die nochmal? Süßigkeiten, Lampenöl. Kultur ist sehr easy. Lampenöl, wo kriege ich das eigentlich hierher? Kriege ich das an jeder Insel? Immer da, wo Walvorkommen sind, ne? Ich brauche ein Walvorkommen für Lampenöl. Hier ist nur Fisch. Woran erkenne ich hier Walvorkommen? Ich glaube, man sieht die Wale hier im Wasser. Geht das automatisch überall oder muss ich wirklich ein spezielles Walvorkommen hier sichten? Zeige mal. Ich habe doch vorhin hier irgendwo so ein Walvorkommen. Ah, hier. Aber ist das jetzt ein Vorkommen oder ist das, bist du das überall? Na, weil hier siehst du Wale, definitiv. Ich sehe hier aber keine Wale irgendwo gerade. Sind die überall? Das ist jetzt echt mal interessant zu wissen. Sind da irgendwann mal irgendwo Wale? Warte mal. Oh, 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 da war noch was. Da war noch was. Geh mal bitte zum Händler. Zack. Wir könnten ja mal gucken. Benötigt Wale. Ne? Eine Musikkapelle sorgt in ihrer Siedlung für ausgelassene Stimmung. Das ist schön. Also ich könnte jetzt hier einen Walfänger hinbauen. Die Frage ist, woher weiß ich, ob hier Wale sind? Schwierig. Ne, hier sind definitiv Wale, ne? Also das hat man eben kurz gesehen. Hier weiß man, dass es Wale gibt. Und weil ich eben sowas nicht bei mir sehe, bin ich stark am Zweifeln, ob ich sowas bei mir habe. Na, hier siehst du schön die Walfänger. Also Walfänger ist nicht schön, ne? Das muss ich gleich mal dazu sagen. Aber hier siehst du definitiv. Ja, hier ist ein Vorkommen. Walgrund. Und das habe ich hier nicht. Oh, ihr bringt mir wie versprochen meine Ware. Ja, mach mal Waffen, komm. Werkzeuge haben wir genug. Meine Anerkennung, das habt ihr gut gemacht. Wenn ihr zahlt, weiß ich, dass ihr es wirklich ernst meint. Dieser Bund wird uns beiden Sicherheit verschaffen. Habt ihr auch artig Danke gesagt? Ja, als ihr den hab ich. Zurück zu unserem Problem. Baue ich jetzt einfach alles volle Kanne, voll mit Siedlern. Oder lass es aufsteigen. Ich glaube, ich muss aufsteigen lassen, sonst wird es doch ein bisschen eng. Was ist das? Achso. Ach, deswegen sind wir zu überglücklich. Ja, aber glücklich langt. Ich brauche Kohle, Leute. Ich brauche dringend Kohle. Es ist echt alles sehr knapp gehalten hier, muss ich jetzt gerade kurz sagen. Soll ich das in den Einkauf legen und hoffen, dass genug Einkauf reinkommt? Ich hätte mich schon gerne um die andere Insel erst gekümmert. Mache ich hier neu. Bin gerade etwas unentschlossen, merkt man das? Ich glaube, die Folge ist hier gerade voll für den Arsch, weil ich so viel am Überlegen und Denken bin. Ja, das sind halt diese Betriebe hier, die brauchen unheimlich viel Kohle, ne? So 50, viele schöne Sachen in eurem Kontor. 40, ich musste mich beim Einkaufen 30. direkt bremsen. Also, wie ist der Plan? Leute, das sagt mir mal einen Plan. Gebt denen Tabak, damit sie aufsteigen. Weil es sind ja dann mehr Bürger als Siedler. Ich habe für ordentlich Alkohol gesorgt. Ich habe für genug Nahrung gesorgt. Ja. Ne? Hab ich? Hab ich. Stoffe sowieso. Kann man meinen Verkauf reinlegen. War noch irgendwas übermäßig? Vielleicht. Ne, haben wir schon drin. Ja, ist okay, ne? Hier springt jetzt nicht runter. Komisch. Echt komisch. Ist noch ein kleiner Bug drin. Also, jetzt Tacheles. Eine Stippvisite auf eurer Insel zahlt sich immer auf. Also. Jetzt zum, keine Ahnung, zigsten Mal. Tabak.
Tabak brauchen wir hier. Augenmergel, ja. Ja, es steigt. Nee, ist okay. Aber trotzdem Tabak. Und zwar 2 Produktionen. Das heißt nochmal so ein Doppelteil hier. Das könnte jetzt etwas eng werden. Zeig mal. Sieht das aus? Tabak. Also. Oh, das wird jetzt hässlich. Das wird jetzt hässlich. Da könnte ich eventuell noch ein bisschen arbeiten. Hier gibt gar nichts mehr. Ja, die Insel ist einfach zu small. Just too small. Also, eine könnte ich hierher pflanzen, ohne Verlust zu haben. Ich vielleicht sogar 2 hin. Ich mache dann 3 Tabakplantagen auf einen Verarbeiter. Dann kriege ich hier nochmal 2, vielleicht sogar mehr hin. Also jetzt wirklich so Platz sparen wie möglich. Also 2 rote Felder ist absolut gut. Ich könnte aber auch einen komplett grün machen. Ja. Ich bin aber auch ein Minus. Na komm, ich habe genug Kohle noch. Das muss ich jetzt kurz ausnutzen. Was fehlt mir jetzt? Holz und Ding. Ja. Gehen wir mal das Schiff zum Transport. Auf Werkzeug, Holz und Ziegel. Ja, nimm das einfach mal mit. Wir brauchen hier jetzt erstmal nichts. Ah. Ausladen, bitte. 40. Ja, das langt hoffentlich. Nee, was mache ich denn? Holz wird weniger durch, ja, durch die 2 Betriebe. Das ist schon wahr. Es müsste langen für hier. Aber es ist zu wenig, als dass ich mich hier noch großartig bedienen könnte. Überlegen wir mal kurz, was ich drüben noch alles brauche. Davon brauche ich 3 mindestens. Nett hier anbauen. Zeig mal. 1, 2, 3. Ich würde gern noch einen Ticken mehr. 1, 2, 3. Es wird nicht wirklich viel mehr. Ich könnte noch hier. Mit viel auch Verschwendung hier. Ja, könnte es klappen.